Moin, moin. Kennst du das, wenn Menschen dir was erzählen, dass ein schwerer Unfall passiert ist und ein Verwandter ist daran beteiligt worden und oder gewesen und die sagen dann, ach, ich habe so Mitleid mit dem und sie wollen ihm helfen, aber sie sind so in ihrem Mitleid gefangen. Also ich bin auch so ein, muss ich sagen, gewesen, so jemand, der sich dann da immer dran gehängt hat und sich noch dazugelegt hat zum Heulen. Ist natürlich blöd in meiner Praxis als Anwältin, aber dann habe ich irgendwann vor einigen Jahren gelernt, dass da ein Unterschied ist zwischen Mitleid, das sagt ja schon das Wort, ich leide mit, und Mitgefühl. Wenn ich Mitgefühl habe, dann fühle ich mit, ich habe auch die Emotionen, aber ich habe nicht das Leid. Und das ist ja auch so. Denn wenn ich mir angucke, es passiert irgendetwas, da sind Leute unmittelbar beteiligt. Für die ist das auch gefühlsmäßig ein Engagement. Wenn aber jemand nicht unmittelbar beteiligt ist, dann ist die Sache nur und dann passiert was im Kopf, nämlich das, was man daraus macht. Und so ist das auch, wenn mir die Menschen als Anwältin was erzählen, damit ich die Distanz bewahren kann, damit ich helfen kann. Darf ich mich da nicht mit reinhängen, sondern es reicht völlig, wenn ich Mitgefühl habe und das nachvollziehen kann, was den Menschen passiert. Und so kannst du das in allen Gesprächen machen, wenn du Menschen helfen willst oder überhaupt. Also Mitleid habe ich total abgeschafft, ganz ehrlich, weil ich muss ja auf mich aufpassen. Ich habe die Verantwortung für mich. Wenn ich mitleide, kann ich nicht helfen. Und helfen tue ich total gerne. Ich bin die Paragrafen Sylvia aus Hennef und dieses hier ist meine Assistentin Chica. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und ja, das war's erstmal für heute. Das heißt, ich könnte noch was ankündigen. Das finde ich immer gut, so ein bisschen Spannung aufbauen. Morgen haben wir das Thema Geschenke. Vielleicht abonnierst du meinen YouTube-Kanal, dann kannst du das morgen, kriegst du eine Meldung. Heute ist das Geschenke-Video on. Wie wär's? Überleg's dir mal. Also Inspiration ohne Ende. Die Paragraphen Sylvia verabschiedet sich von dir. Tschüss!